Heidi after das sind wir. Heidi after das sind wir. Heißen euch willkommen hier. Heißen euch willkommen hier. Auf unserem Konzeptalbum. Auf unserem Konzeptalbum. Das auch wenn sich nicht rein, das steht sich von Haaren handelt. Das auch wenn sich nicht rein, das steht sich von Haaren handelt. Denn merke richtig so viel. Was die Miezen ans Gerät bringt, ist ein sauber geschäfter 3-Tage-Bart. Oder Beard, wie wir cool people sagen. Don Johnson-like wäre genau das Richtige. Und sein kleiner Freund wird sich bedanken. Geili, geili, super Typ. Warum hab ich keine Liebe? Geili, geili, super Typ. Warum hab ich keine Liebe? Zündschnur dran. Die Frisur ist ein Programm. Nichts wichtig, so einfach ran. Um lockere Sprüche nie verlegen. Im späten Nebel liegt ein Bregen. Immer lustig und vergnügt. Bis der Arsch im Sage liegt. Ballerst du durch diese Welt. Peter Maffay ist dein Held. Maffay ist dein Held. In deiner kleinen Welt. Oh,
zu glauben ist. Weiß ich, dass du eitel bist. Mit Packung Shampoo, Haku, Föhn hat man dich schon oft gesehen. Du bist von einem anderen Stern. Wie soll ich mir das sonst erklären? Ihr tut so harmlos und debil, doch ich durchschaue euer Spiel. Die Welt erschafft, die strebt ihr an und dann verpasst ihr jeden Mann. Wirklich jeden Mann. Gecheckt, cool alles easy man. Hey, alles easy man. Und nun, Leute, stellt der Mann mit der granitenen Kehle die musikalische Frage. Ach, die Öl und Pferde Schwanz verlangen sehr viel Toleranz. Es klappt doch höchstens noch ein Kind, das dicke Bärte kleinsam sieht. Und ganz besonders der beliebte Oberlippenbart ist ein Gigant, der Widerbart. Mit solchen Dreadlocks fand jetzt die Wissenschaft heraus, sehen alle nicht mehr fettig aus. Sind Fokuhila so beliebt? Warum tragt ihr sie? Warum tragt ihr sie? Sag, warum tragt ihr sie? Fokuhila, du bist der Stein, von dem der Koran hier singt. Hi, Fokuhila. Echt korrekt, hast es gecheckt, cool alles easy man. Ich den Afro von Paul Breitner und das Hirn von Bela B. Wär ich der Freund von Heike Makic, dann wär ich echt okay. Dann geht's ihm gut. Hätt ich den Bart von Rudi Schenke und die Zähne von Farin U. Den Ohrring von Hartmut Engler. Erzähl uns mehr. Dann gehört sich dazu. Dann geht's ihm gut. Mit Rob González, seiner Zolle und dem Hut von Lindenberg. Mit einer Stimme wie Arabella. Mann, das fände ich echt verstärkt. Dann geht's ihm gut. Hört mich nicht.
Baby war beim Friseur und jetzt mag ich sie nicht mehr. Mein Baby war beim Haare schneiden, jetzt kann ich sie nicht mehr leiden. Vorher war sie wunderschön, jetzt mag ich sie nicht mehr sehen. Das Leben ist schwer, das Leben ist schwer. Mein Baby war beim Friseur. Mein Baby war beim Friseur, seitdem macht sie nichts mehr her. Ich hätte sie fast nicht erkannt, als sie da noch vor mir stand. Sie zahlte den Friseur viel Geld, damit er sie total entstellt. Es ist nicht fair, es ist nicht fair. Mein Baby war beim Friseur. Mein Baby war beim Friseur. Mein Baby war beim Friseur. Jetzt ist sie hässlich und zwar sehr. Ich werd mich von ihr trennen müssen. Ich möchte sie nicht im Dunkeln küssen. Wenn sie irgendwem gefällt, möchte ich, dass er sie behält. Quel malheur, quel malheur. Mein Baby war beim Friseur. 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 Jetzt hat sie einen Freund weniger. Sie war bei einem Haarstylisten. Ich werde sie wohl nie mehr fisten. Sie war